Guten Abend. Nach dem sensationellen Auftritt von der Polizeimusik Zürich-Stadt begrüßen Sie ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Galagäste, liebe Nominierte, liebe Medienvertreter, zum 40-jährigen Jubiläum hier aus dem Kongresshaus Zürich, aus dem Saal, auf dieser Bühne, wo vor 40 Jahren das erste Mal der Privalo verleiht worden ist. Heute sehen wir Galaverleih live auf Stadt-TV. Ja, und auch ich begrüße euch ganz herzlich. Es ist ein besonderes Gefühl, tatsächlich auf dieser Bühne zu stehen, wenn man sich vorstellt, dass hier effektiv der erste Privalo über die Bühne gegangen ist. Und es ist schön, dass ich natürlich die Jubiläumsgala einmal mehr zusammen mit dir darf moderieren, Monika. Danke, Joel, das macht mir auch voll Spass. Ja, und ich würde sagen, sensationell, was unsere Polizei heute geboten hat. Übrigens, in mir schlummert auch eine kleine Polizistin, Joel. So, so? Ja. Unser Vater war nämlich Polizeikommandant vom Kanton Schweiz. Aha. Ja, darum kann ich so gut folgen. Okay. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du ganz ehrlich bist, hätte er zwischendurch auch ein bisschen den Arsch blasen müssen, oder? Ja, das schon. Ist richtig. Eben, ja, das habe ich schon gedacht. Auf jeden Fall haben sie wunderbar gespielt. Danke nochmal ganz herzlich. Unter der Leitung übrigens von Marcel Sennhauser. Und sie sind weltberühmt. Sie spielen nämlich über England, Frankreich, Australien, USA, Ungarn, Österreich, Deutschland bis zu der päpstlichen Schweizer Garde in der Vatikanstadt Rom. Also nochmal Applaus für unsere Polizeimusik. Zürich-Stadt, Dankeschön. Merci vielmals. Die Armen werden hier gut beschützt, gell Joel? Das glaube ich auch. Du, hörst mal. Wo ist denn eigentlich dein Pochettchen? Jedes Jahr tut Marys extra für unsere Kleider ein Pochettchen, das gleiche wie meine Farbe ist. Dir da, wo ist dein Täschchen? Du kommst immer mit diesem Pochettchen. Oh. Ich wollte dich jetzt mal ein bisschen ärgern. Oh. Und jetzt bringe ich das hier nicht rein, aber schau mal. Da haben wir es. Ich kann es nicht reinstecken, aber es ist doch immerhin im Fall, wenn wir ein Freudentränchen sollten verdrücken. Haben wir das da? Und passt wunderbar zu deinem Jubiläumskleid da, oder? Ich kann vorher eins verdrücken. Ja, ich weiss eben so fest. Also, ich freue mich, dass das schön bei mir. Jawohl. Ja, ich denke, wir legen los, gell? Du übrigens, du bist auch super angelegt. Und schau mal da hinten, die schönen Blumenbouquet und das wunderbare Dekor. Wir haben extra für das Jubiläum einen riesen Applaus einmal unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinter der Bühne, was da abgegangen ist. Merci vielmals. So, und natürlich auch im Jubiläumsjahr wollen wir Preise übergeben. Und da gibt es natürlich auch wieder die ganz unterschiedlichen Sparten. Was kommt, oder welche Künstler kommen dieses Jahr zum Zug? Also die Fachjury hat auch dieses Jahr 10 Sparten nominiert. Wir haben Sparten Pop-Rock, wir haben Hip-Hop, wir haben Volksmusik, wir haben Schlager, Newcomer, Gabriel, Comedy, Bühnenproduktion, Filmproduktion, TV-Produktion und Schauspielerin und Schauspieler. Und natürlich, ganz eine wichtige Kategorie, da freuen wir uns immer drauf, der Ehrenprivalo, der heute Abend auch übergeben wird, und der vom Publikumsliebling. Und ja, da seid ihr daheim gefragt natürlich, an diesem Abstimmungswochenende könnt ihr weiterfahren mit abstimmen. Wir schauen doch gerade mal, wer in diesem Jahr die 9 Nominierten sind.